Hey Leute, willkommen zu einer Skywars-Aufnahme. Das ist keine normale Skywars-Aufnahme, denn wir haben heute was Besonderes für euch. Ja, wir machen heute eine Challenge, und zwar mit FOV auf 30. Und ich hab's direkt runtergestellt, ich krieg Augenkrämpfe. Ich loot noch kurz die... Oh, ich glaube, ich bin runtergefallen. Bist du tot? Nein, du... Ich kann die Kiste nicht aufmachen, oh doch. Okay, Leute... Ich trau mich nicht zu sprinten. Ich hab übrigens Damage Indicator, Levy Mod an. So... Oh, Junge, du hast schon voll okay. Zurück. Okay, Crack Pro, Sichtfeld, ihr seht's. Alter! Nee! Muss ich auszuspielen? Ich hab ein besser auszuspielen. Ja. Junge, ich hab Angst, dass ich runterfallen. Warte, hast du eine Höhe? Oh, da kommen zwei übrigens, die wollen fighten. Wo denn? Da, auf der Seite da. Ich sehe leider nicht viel. Auf der anderen Seite, links. Oh mein Gott, ich hab getroffen. Wie reagiert das auch so schnell? Warte mal, ich hab die Todeseier. Oh, Junge! Ich bin noch... Bist du runtergefallen? Ich weiß nicht wieso. Ich hab auf einmal nur Eier fliegen sehen und ich war tot. Aber in der Solo-Runde, wir haben was Neues. Immer wenn man einen killt, darf man seine FOV hochstellen. Aber immer nur leicht. Also wir spielen auf 30 am Anfang. Ja, der hat sich, glaube ich, geportet. Ah, da vorne ist jemand, glaube ich. Oh, hier liegen die Schuhe. Ist jemand. Ich seh einen. Okay, jetzt kämpf mal, du kommst gar nicht klar, allein mit dem Wechseln. Oh mein Gott! Ich tu ihn! Nein. Ohne Witz. Nee, er hat überlebt. Oh mein Gott, ich hab einen gekillt! Ich darf meine FOV jetzt höher machen. Nein! Ich mach's auf 60. Ich bin tot. Oh mein Gott, Junge. Du hast mich getötet. Nein, das war's nicht. Okay, jetzt gehen wir lang. Der hat einen Bogen. Ja, der meint's ernst. Ich war auf der anderen Insel gegenüber. Der tötet dich. Der hat einen Oh. Nein! Ja! Ich mach meine FOV jetzt. Nein! Ich mach sie wieder höher. Von hinten. Ja, nein! Juhu! Paul hatte eben einen Kill. Ich weiß nicht, ob ich ihn aufgenommen habe. Ich habe hier schon Alzheimer. Dann hat er aber genauso viel wie ich, also 70, normal. Ich brauch noch einen Kill. Ja, ein Kill. Dann hast du normal. Oh mein Gott, ich habe Eier. Hier ist ein Schwert, ne? Bin, du hast Eier. Lava, doch kein Shit. Da hast oben du ein Schwert hier? Ist noch ein Schwert. Okay, danke. Ich hab einen Bogen. Warte mal. Ein kleiner Swivy. Oh, jetzt ist die FOV wieder einigermaßen normal mit dem Swift nicht krank. Der hat einen. Tja, da. Okay, wir können in die Mitte. Ich hab einen gekillt! 80. Ich hab auf 80. Ich werde. Oh, hier sind Schneebälle sind immer gut. Hast du noch irgendwas für mich? Nein. Ich habe immer noch 60, Alter. Das ist der größte Bull. Hilfe! Er ist auch runter, du hast ihn getötet. Achtung, da kommt noch jemand. Junge, ich kann gar nicht mit Bogen. Junge, den kann ich gar nicht schlagen. Den konnte ich nicht schlagen. Okay, 85. Langsam nähern wir uns die Sicht. Crack Pro. Oh nein, ich bin immer noch bei 75. Egal. Ich gehe ins Häuschen da rein. Scheiße, okay, ich gehe unten an. Junge, ab sofort zählt. Ich bette, sag ich mal. Ab sofort, wenn man sich jetzt näher nah kommt, muss man jetzt nur 5 weitergehen. Also 75. 75, 80,
85 und so weiter. Bau dich mal schnell rüber, bitte. Hast du ein Schwert? Ich bin tot. Ich hab ihn! Oh! Was hat er drin, Bene? Was hat er drin? Ich Schärfe? Nein, was hat er für Hex drin, ohne Witz? Weiß nicht, aber ich weiß schon, dass der Hex hat. Okay, FOV auf 90, Leute! Kriegt man bei einem Assist auch was? 2, okay? Dann kriegt man 2. Ja? Ich spiele okay, immer auf Crackbogen. Wenige. Achtung, der Bogen. Nein! Paul, hör mal auf! Ja, Entschuldigung. Oh, shit. Die Killerschneebälle, ich sag's euch! 100, Leute! 100! Hacker. LOL, hast du... Achso. I came for you. Hab einen Kill mal fragisch. Oh mein Gott, ich habe einen Boom. Nice. Yo, ich höre das. Paul? Yes. Hab einen Kill. Scheiß! Mann! Ich bin auch gleich fertig, wenn ich die noch kille. Oh nein, Full Kill. Oh mein... Nice! Okay, Leute, wir haben jetzt endgültig Quack Bro erreicht. Challenge geschafft. Bene, übrigens, da war ein Full Dia-Typ bei mir, der hat mich getötet. Nice, ich hab ein... Noch. Yo, Alter! Ich hab wirklich nicht gedacht, dass das so lange braucht, Leute. Bene, Achtung, der eine ist Full Dia und der andere kommt. Ich will euch was sagen, es ist nicht so einfach so mit, Leute, fliegt, siehst du's? Siehst du? Der ist eben geflogen. Der auf der Insel war, wo du warst. Ja, der ist geflogen. Der ist eiskalt geflogen. Da siehst du's wieder. Hex. Hier, okay. Wie kann ich ohne... Oh mein Gott! Ei! Junge! Oh mein... Leute, ich will euch noch was sagen. Und ich kenne jetzt... Mein Cousin, mein Kleiner, macht jetzt YouTube. Ich wollte nur drauf ansprechen. Kein Produktplacement. Nein, mach ich wirklich nicht. Ich wollte nur sagen, nehmt euch YouTube nicht so arg vor, denn es ist schwieriger, als man denkt. Denn man muss erstmal eine gute Aufnahme hinbekommen. Man muss sich was ausdenken, um erst, also zum Beispiel Challenges, damit der Kanal spannender wird. Übrigens, man Challenge muss, war meine Idee. Das war nicht deine Idee. Ja, das stimmt. Und ihr müsst gut bearbeiten können und dann müsst ihr auch, wenn ihr YouTuber seid, mit Hatern umgehen. Also ihr kriegt nicht immer nur, ja, cooles Video, siehst du, wie der fliegt. Ihr kriegt halt nicht immer Ach so, nur... Achso, du bist immer noch im Spectator, ich ja, bin schon draußen, ich hüpfe hier in der Lobby rum. Ihr kriegt halt nicht jedes Mal, ja, cooles Video, sondern hör auf mit YouTube. Du bist scheiße, damit müsst ihr auskommen, jetzt wirklich. Denn, lol, ich habe 27 Seelen. Denn, wenn ihr damit nicht auskommen könnt, dann
jetzt wirklich, dann seid ihr keine guten YouTuber. So, und so wie der Nico. Und ihr kaum Zeit habt, dann denkt doch nicht mal dran, YouTube zu machen. Denn ihr könnt kaum aufnehmen. Und dann wisst ihr überhaupt nicht, was ihr aufnehmen sollt. Und macht einfach dann keine Videos. Aber jetzt wirklich, falls ihr wirklich so ein kleiner YouTuber seid, der wirklich gute Aufnahmen macht, ihr kriegt jetzt meine Unterstützung. Macht wirklich weiter. Macht weiter mit YouTube. Auch wenn ihr sagt, oh scheiße, ich habe so wenig Abonnenten. Es macht doch keinen Spaß. Ich dachte, das ich bekomme. Nach einer Zeit erwähne, aber nach 2 Jahren immer noch bei 40 Abonnenten. Ja, dann das. Irgendwann kam es dann zu den 100 und dann lief's. Dann läuft es automatisch. Jetzt kommt dann. Ja, und dann müsst ihr vorkommen. Jetzt habt ihr. Denkt euch so. Ihr denkt bestimmt so. Wow, jetzt habe ich 100 Abonnenten. Jetzt kriege ich die 1 Million locker. Aber ihr müsst. Ihr müsst jetzt wirklich so denken. Oh. Wenn ihr 100 habt, geht das Ganze wieder von vorne los. Aber dann habt ihr halt 101, 102, 103, 104. Wenn ihr 1000 habt, geht's auch wieder von vorne los. Und immer so weiter. Wirklich, es ist nicht so leicht. Manchmal habt ihr bestimmt die Tage, wo ihr denkt so, scheiße, ich habe wirklich keine Lust auf YouTube. Aber wirklich, es rentiert sich. Wenn ihr 100... YouTube Money, ihr wisst Bescheid. Ja, YouTube Money. Man verdient wirklich viel als YouTuber. Naja, nicht so viel, wenn man einen Account hat, aber schon. Ja, ich verdiene jetzt im Monat 10 Euro. Ist zwar nicht viel, aber es kommt ja auch. Ja, es kommt auch. Ich habe einen Checkpoint geschafft im Jump'n'Run, obwohl ich gecheatet habe. Nehmt euch nicht so viel vor, wenn ihr denkt, ja. Ich habe ein Aufnahmeprogramm oder ich nehme einfach mit meinem Handy auf. Junge, es gibt wirklich einen YOLOCrafter. Link ist in der Beschreibung. Ja. Nee, ich füge ihn, ich tue ihn nicht in den Link, weil sonst wird er nur gehatet. Er nimmt mit dem Handy auf. Alles schön und gut. Es wackelt halt, es wackelt halt. Man sieht später, er nimmt etwas auf, in einer halben Stunde so ungefähr, siehst du dann einfach den Rand seines Bildschirms. 15 Minuten später siehst du einfach seine Topfpflanze, die neben dem Tisch steht. Leute, ganz kurz, was? Du kannst jetzt übrigens ein Kit auswählen. Wir spielen ja, hab so ich. Ein paar Runden, während du erzählst. Ja, wirklich, nehmt euch nicht so viel vor. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und ciao. Sag auch noch tschüss. Paul. Tschüss.